Tagesordnungspunkt 43. Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde, mehr Wertschätzung für Busfahrerinnen und Busfahrer, ÖPNV zurück in öffentliche Hand, 19/44/33. Beginnt die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mehr Wertschätzung für Busfahrerinnen und Busfahrer, ÖPNV zurück in die öffentliche Hand. Unter diesem Titel haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. Ich freue mich sehr, dass auf der Besuchertribüne Vertreter der Busfahrer anwesend sind, der Streikleiter, die Mitglieder der Verhandlungskommission und Vertreter der Gewerkschaft Verdi. Hessen hat zwei Wochen Streik bei den privaten Busunternehmen hinter sich. Ja, das war eine schwere Zeit für viele Menschen, die auf Busse angewiesen sind. Es war aber auch eine schwere Zeit für die streikenden Busfahrer, die in der Zeit Lohneinbußen hingenommen und auf Zulagen verzichtet haben. Das haben sie nicht leichtfertig getan. Die Busfahrer streiken nämlich auch im Interesse der Fahrgäste, die ein Interesse daran haben, dass sie und ihre Kinder von qualifizierten, gut bezahlten und ausgeruhten Beschäftigten gefahren werden, meine Damen und Herren. Wir waren in der letzten Woche an mehreren Standorten. Wir haben mit den Streikenden gesprochen. Die Busfahrerinnen und Busfahrer haben gute Gründe für ihren Streik. Sie fordern einen Stundenlohn von 13,50 € statt bisher 12 €. Ich finde, das ist für diesen verantwortungsvollen Job wirklich nicht zu viel verlangt. Denn Busfahrer lenken nicht nur ein Fahrzeug mit Dutzenden Insassen durch oft dichten Verkehr. Sie verkaufen nebenher noch Fahrscheine, sie geben Auskünfte, sie müssen mit Konflikten umgehen. Und dafür, meine Damen und Herren, haben sie unsere Wertschätzung verdient. Es hat aber nichts mit Wertschätzung zu tun, wenn Busfahrerinnen und Busfahrer trotz Vollzeitjob aufstocken oder Wohngeld beantragen müssen, weil das Gehalt für ihre Familie nicht reicht. Das ist nicht hinnehmbar. Wenn ein Busfahrer oder eine Busfahrerin 45 Jahre lang zu den jetzigen Bedingungen des LHO arbeitet, kann er oder sie mit 750 € Rente rechnen. Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass Menschen ihr ganzes Leben lang arbeiten und dann im Alter in Armut leben. Ich will darauf hinweisen, dass der Busführerschein schon mehrere Tausend Euro kostet, das bezahlen viele aus der eigenen Tasche und verschulden sich sogar dafür. Besonders wichtig ist aber, dass die Arbeitszeit vollständig bezahlt wird. Heute ist es bei vielen Unternehmen Usus, dass die Wartezeiten an den Endstationen, die Wendezeiten, nicht bezahlt werden, sondern als Pause abgezogen. Und wir reden hier nicht einfach über eine Mittagspause, sondern laut Verdi reden wir teilweise über 14-Stunden- Arbeitstage, von denen nur 8 Stunden bezahlt werden. Das heißt, auf die tatsächliche Arbeitsstunde gerechnet fallen die Busfahrer so schnell auf Mindestlohnniveau. Und ich finde, auch das ist ein mehr als berechtigter Grund zu streiken. Und die hohe Beteiligung am Streik zeigt ja auch, wie hoch der Unmut bei den Kolleginnen und Kollegen ist. Meine Damen und Herren, diese Missstände sind eine direkte Folge des Unterbietungswettbewerbs der Busunternehmen auf Kosten von Mensch und Material. Und deshalb ist dieser Arbeitskampf auch ein Thema für uns hier im Landtag. Auch wenn immer EU-Regelungen vorgeschoben wurden, war Hessen Vorreiter, wenn es darum ging, Busverkehre auszuschreiben, die zuvor von kommunalen Unternehmen gefahren wurden. Als hessischer Weg wurde das seit 2003 verfolgt. Und seitdem gab es immer neue Ausschreibungen und Vergaben an private Unternehmen. Und darunter leiden der Komfort der Fahrzeuge, vor allem aber die Arbeitsbedingungen der Busfahrer. Die Deutsche Bahn zum Beispiel hat ihre klassischen Busbetriebe mit den alten Tarifverträgen eingestellt, um in Ausschreibungen eine Chance zu haben mit der neuen Billigtochter DB Busverkehr Hessen. Genauso machen es die Stadtwerke Frankfurt, die ihre Busfahrer über die 100-prozentige Stadtwerketochter ICB beschäftigen, die tariflich als privates Busunternehmen zählt und dementsprechend schlechter zahlt. Und das wirkt sich in der Praxis aus, und darunter leiden auch die Fahrgäste.
Die DB-Billigtochter übernahm im letzten Jahr viele Buslinien neu, gerade zuletzt im Main-Taunus-Kreis und im Wetteraukreis. Und jedes Mal war die Umstellung eine Katastrophe für die Fahrgäste. Von Busfahrern war in der Presse zu lesen, die sich verfahren haben, die ihre Fahrgäste nach dem Weg fragen mussten. Personal- und Fahrzeugmangel war an der Tagesordnung. Oder denken wir an das Chaos in Bad Homburg und Oberursel vor einem Jahr, als der Busanbieter sich offensichtlich verkalkuliert hatte und das Handtuch warf. Und deswegen, meine Damen und Herren, der Weg der Ausschreibung im ÖPNV hat keineswegs die versprochenen Ziele erreicht. Er hat zu deutlichen Lohnsenkungen und zu einem Massensterben mittelständischer Verkehrsunternehmen geführt. Bei einem wachsenden Einfluss internationaler Konzerne, die ihre Monopolstellung mittlerweile nutzen, um drastische Preissteigerungen durchzuführen. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen im laufenden Schlichtungsverfahren einen möglichst guten Ausgang für die Busfahrerinnen und Busfahrer, um die Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern, müssen sich aber auch die politischen Rahmenbedingungen wieder ändern und der ÖPNV-Betrieb als öffentliche Aufgabe wieder ganz in der öffentlichen Hand liegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Decker, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir grüßen die Vertreter der Gewerkschaft und der Streikenden hier sehr herzlich im Landtag. Normalerweise würde ich jetzt – ja, da dürft ihr ruhig applaudieren. Guten Morgen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, an der Stelle jährlich grüßt das Murmeltier oder durch die Brust ins Auge. Rein zufällig wird die Aktuelle Stunde beantragt, während draußen eine Tarifauseinandersetzung läuft. Und da sich der Landtag mit solchen Tarifauseinandersetzungen grundsätzlich nicht einmischt, das wissen wir ja längst. Aber es hat natürlich eine besondere Qualität, weil ja eine Schlichtung läuft und das eigentlich zu einer gewissen Friedenspflicht herrscht. Das ist normalerweise, Sie hören mir zu, ich habe Ihnen zugehört, wir kommen ja gleich auf den Punkt. Und da hilft auch die trickreiche Überschrift nichts. Ich will Ihnen sagen, uns ist das Thema auch viel zu wichtig, als dass wir es hier in Schaufensterdebatten führen, meine Damen und Herren. Und ich will an der Stelle auch sehr deutlich sagen, uns geht es auch hier bei diesem Streik und bei diesem Thema um den Wert der Arbeit und vor allen Dingen um den Respekt der Arbeit. Und das hat die sozialdemokratische Fraktion in diesem Hause an vielen Stellen in der Vergangenheit auch schon mehr als deutlich gemacht. Aber, meine Damen und Herren, wenn ich schon hier oben stehe und das Thema auf den Tisch kommt, dann will ich Ihnen auch für meine Fraktion sagen, dass wir die Forderung von Verdi nach 13,50 € ab 01.01.2018 für völlig angemessen halten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da müssen wir auch gar nicht länger darüber diskutieren. Und schließlich reden wir hier über eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Wörtliche Rede. Wir fahren jeden Tag durch den dichtesten Verkehr und tragen dabei Verantwortung für viele Menschen. Wir finden, wir sind Mehrwert, schreibt das Fahrpersonal in einem Flugblatt an Ihre Fahrgäste. Recht haben Sie damit, meine Damen und Herren. Und Sie haben auch mit Ihrer Forderung recht, dass Wartezeiten laut Fahrplan und Wendezeiten künftig bezahlt werden müssen und nicht mehr als unbezahlte Pausen gelten dürfen. Auch das ist abzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen schließlich Arbeitszeit. Auch das sehen wir an der Stelle so. Und es ist eben schon zitiert worden. Offensichtlich gibt es Fälle, dass Fahrer bis zu 14 Stunden auf dem Bock sitzen, aber nur 8 Stunden bezahlt kriegen. Bei 12 € die Stunde bedeutet das eine Unterschreitung des Mindestlohnes. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel. Das gehört geändert. Übrigens würde das in einer Bäckerei passieren oder in einer Gaststätte festgestellt werden, würden die Betreffenden, glaube ich, richtig Ärger mit dem Zoll bekommen an dieser Stelle. Das nur einmal nebenbei bemerkt. Auch die Forderung nach einer zusätzlichen betrieblichen Altersversorgung ist nachvollziehbar. Die von Bundesarbeitsminister Nahles und Finanzminister Schäuble angeschobene Reform der Betriebsrente könnte dort auch im Übrigen Wege öffnen. Alles in allem, meine Damen und Herren, wir sind auch ohne diese Aktuelle Stunde ganz auf der Seite der Arbeitnehmer und Gewerkschaften. Aber wenn wir schon die Probleme der Branche hier ansprechen, dann tun wir es intelligent. Dann sollten wir uns die Wurzel des Übels mal genauer anschauen. Und dazu, meine Damen und Herren, darf ich auf einen Artikel der HNA vom 16. Januar hinweisen.
Darin sagt der Geschäftsführer des Fachverbandes Omnibusverkehr Hessen, dass die aktuellen Warnstreiks Folge der hessischen Ausschreibungspolitik seien und nicht Schuld der Gewerkschaften. Aha. In die Kritik zu nehmen seien vielmehr die politisch Verantwortlichen, die vor Jahren die Weichen für den ruinösen Preiskampf um hessische Buslinien gestellt hätten. Sie trügen Verantwortung für den Verdrängungswettbewerb und für Sozialdumping zulasten der Belegschaft. Ohne politische Korrektur sei der Tarifkonflikt nicht zu lösen. Die Politik müsse dazu aufgefordert werden, in den Verkehrsverträgen Klauseln zu verankern, die Tarifabschlüsse der Busbranche ausgleichen, damit faire Busfahrerlöhne auch in Hessen bezahlt und refinanziert werden können. Und weiter, die Politik müsse dafür ihren Sparkurs stoppen und die Mittel für den hessischen Bus-ÖPNV aufstocken. Meine Damen und Herren, in unseren Ohren klingt das wie zarte Hafenmusik, in Ihren Ohren muss es klingen wie schrille Fanfarenstöße. Meine Damen und Herren, der Mann sagt das, was wir Ihnen schon lange sagen, aber was Sie hier nie hören wollten, meine Damen und Herren. Und ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Das Problem hat auch Namen. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat es eingeführt, die schwarz-grüne Landesregierung führt es munter weiter, und alles wundert sich, dass es so blöd läuft. Und genau da wird jetzt genauer von uns hingeschaut. Da muss sich etwas ändern, und da bleiben wir dran, meine Damen und Herren. Glück auf für die Schlichtung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Decke. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, Kassel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir freuen uns natürlich, wenn heute Busfahrerinnen und Busfahrer hier sind und den Hessischen Landtag besuchen und der Debatte zuhören. Herzlich willkommen natürlich auch von uns. Und wir können natürlich auch den ersten Teil Ihrer Aktuellen Stunde unterstützen. Die Busfahrerinnen und Busfahrer haben unsere uneingeschränkte Wertschätzung verdient. Sie haben einen verantwortungsvollen Job. Sie sind verantwortlich für die Menschen, die sie transportieren. Aber sie werden auch verantwortlich gemacht für Verspätungen, die sie oft nicht zu verschulden haben. Sie werden angepöbelt. Das halten sie alles aus, zeigen den Menschen den Weg. Und an ihnen liegt es ja auch oft, ob Menschen ÖPNV nutzen oder nicht. Denn der erste Eindruck ist ja oft der, der sagt, hier fühle ich mich gut aufgehoben und komme sicher ans Ziel. Also, unsere Wertschätzung gilt den Busfahrerinnen und Busfahrern. Der zweite Teil allerdings, ob wir den Kommunen vorschreiben sollen, ob sie ihre Verkehrsverträge ausschreiben oder nicht, den können wir natürlich so nicht unterstützen, weil immerhin zum einen es gibt die kommunale Selbstverwaltung, die Kommunen entscheiden selbst, ob sie direkt vergeben oder ausschreiben oder halt nicht. Und das Zweite ist die Tarifautonomie. Die Gewerkschaften verhandeln die Tarife, und bis jetzt haben sie das ja auch immer gut gemacht. Wenn Sie jetzt sagen, die Wertschätzung misst sich an dem monetären Ausgleich, da könnte man sicher auch lange darüber diskutieren, ist das aus meiner Sicht auch ein Stück weit ein Angriff auf die Gewerkschaften, dass sie bisher schlecht verhandelt haben. So sehe ich das jetzt auch nicht. Und zum anderen das Thema Hessischer Weg. Also, die 1370 wurde ja schon erwähnt. Die ist ja nicht einfach vom Tisch zu wischen. In der 1370 steht, dass ein sicherer, effizienter und hochwertiger Personennahverkehr durch regulierten Wettbewerb entstehen soll. Das Ziel ist attraktiver Nahverkehr zu niedrigen Kosten. Das ist die Vorgabe, auf denen ausgeschrieben wurde. Und die Entscheidung, ob direkt vergeben wird oder nicht, übernehmen die Kommunen. Also, ich denke, das sollten wir auch so lassen, wie es ist. Faire Bezahlung, ja. Und da wünsche ich auch den Schlichterinnen und Schlichtern viel Erfolg. Ich denke, sie werden einen guten Weg finden, weil auch die Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein Interesse daran, gute Fahrerinnen und Fahrer zu bekommen. Denn der Markt ist ja so, dass es kaum noch Busfahrerinnen und Busfahrer gibt, die das überhaupt machen wollen. Und deswegen ist beiden Seiten natürlich daran gelegen, eine faire Bezahlung zu haben. Jetzt komme ich aber noch einmal zu dem, was Hessen macht. Hessen hat nämlich vor anderthalb Jahren ein Tariftreue- und Vergabegesetz auf den Weg gebracht, wo wir ausdrücklich den ÖPNV festgeschrieben haben. Bisher war es nämlich so, es musste nicht zwingend nach einem Tarif bezahlt werden. Jetzt haben wir festgelegt, es muss mindestens der LHO-Tarif sein bei der Ausschreibung. Und das ist festgeschrieben worden, und nicht nur für die
Direktvergabe und für die Unternehmen, sondern auch für die Nachunternehmen. Also, wenn jemand den Subunternehmer beschäftigt, muss der auch gewährleisten, dass der mindestens der LAO-Tarif bezahlt wird. Ich denke, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Da haben wir geliefert. Das, was wir tun konnten, haben wir getan. So, also ich denke, das Thema Busfahrerinnen und Busfahrer ist ein wichtiges. Ich habe mich aber auch ein bisschen gewundert, dass das Thema nicht bei dem Kita-Streik kam, weil da hätte man ja genauso argumentieren können, alle Kindertagesstätten wieder zurück in die kommunale Hand. Das haben Sie da auch nicht gefordert. Also wäre ja vergleichbar. Von daher wünschen wir den Schlichterinnen und Schlichtern ein gutes Ergebnis, sichere Busfahrt und ja, Glück auf. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass die Tarifautonomie bei den LINKEN gerne keine Rolle spielt, wenn es nutzt, hier politische Debatten im Landtag zu führen, das haben wir schon an verschiedenen Stellen zu spüren bekommen. Meine Damen und Herren, ich kann mich der Kollegin Decker eigentlich nur anschließen. Gerade in so einem Schlichtungsverfahren sollte man sich in solch einem Streik, in solch einer Tarifauseinandersetzung auch heraushalten. Gerade als Politik wäre das geboten. Meine Damen und Herren, und dass Herr Schaus sagt, es wäre kein Zufall, dass hier reinruft, das zeigt eigentlich, dass Sie hier eigentlich nur politischen Honig draus saugen wollen, aber dass es Ihnen wahrscheinlich kaum um die Sache geht. Ja, ich kann es ja gerne mal versuchen, dass die Frage Wertschätzung der Busfahrerinnen und Busfahrer auch von mir geteilt wird. Ich bin auch sehr froh, wenn ich mit dem Bus fahre, dass ich mal für ein paar Minuten die Augen zumachen kann, weil ich weiß, dass ein Busfahrer mich dann sicher ans Ziel bringt. Das ist gar keine Frage. Ich will aber auch sagen, dass ein Mittelständler überhaupt gar kein Problem hat, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gutes Gehalt zu zahlen, wenn er das erwirtschaften kann. Das ist ein Aspekt, den Sie, Herr Schaus, wenn Sie eine Diskussion mit mir persönlich führen wollen, können wir das gerne draußen tun. Hier geht es mir einmal darum, zu sagen, dass Unternehmer auch durchaus bereit sind, ihren Mitarbeitern ein vernünftiges Gehalt zu zahlen. Und gerade im Hinblick auf Fachkräftemangel wird das auch ein zunehmendes Problem. Und ich kann Ihnen nur sagen, bisher haben die Gewerkschaften, die Arbeitgebervertreter immer vernünftige Lösungen gefunden. Das wird auch hier der Fall sein. Ich hätte mir dann aber auch einmal von den LINKEN gewünscht, dass Sie etwas dazu sagen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf den Bus angewiesen sind, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, dann vom Streik betroffen sind und eben nicht zur Arbeit kommen, dass sie dann sagen müssen, ich muss mir heute einen Tag Urlaub nehmen, dass sie mal eben auch ein Wort darüber verlieren, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade oftmals im Dienstleistungsgewerbe sind, dass die dann gegenüber ihrem Arbeitgeber in Erklärungsnot kommen, weil sie sagen, mein Bus fährt nicht. Wäre nett gewesen, dass sie auch da mal irgendwas dazu gesagt hätten. Und meine Damen und Herren, die Ausschreibungssituation, dass wir eine Ausschreibung haben in Hessen, dass die Bündel, die ausgeschrieben werden, ein Stück weit auch die regionale Wertschöpfung beinhalten sollten. Da sind wir auch der Meinung, dass das, wie die Bündel ausgeschrieben sind, auch mittelstandsorientiert ausgeschrieben sind, um eben auch den Kostendruck von den Unternehmen wegzunehmen, damit sie auch in der Lage sind, vernünftige Gehälter zu zahlen. Meine Damen und Herren, das sollten wir schon auch im Blick behalten. Wenn es hier Nachsteuerungsbedarf gibt, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist dann aber eine ganz andere Debatte als die, die DIE LINKE hier versucht hat, uns aufzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Uli Caspar, CDU-Fraktion.
So, nachdem der Applaus für den Vorredner jetzt beendet ist, Herr Präsident, meine Damen und Herren, darf ich vielleicht beginnen. Wir freuen uns, dass Vertreter der Busfahrerinnen und Busfahrer heute den Hessischen Landtag besuchen. Wir wissen, was die Menschen, was wir davon haben, dass wir einen guten öffentlichen Personennahverkehr, aber auch sonst einen guten Busverkehr, auch einen Busfernverkehr in Deutschland haben. Wir wissen, dass die Sicherheit der Fahrgäste davon abhängt, dass wir gute, qualifizierte Busfahrerinnen und Busfahrer haben, dass sie sich auf ihre Aufgabe konzentrieren. Wir danken den Busfahrerinnen und Busfahrern dafür, dass sie diese verantwortliche Aufgabe übernehmen und haben deswegen auch Verständnis dafür, dass sie sagen, ja, für diese Aufgabe wollen wir auch gut honoriert werden. Das findet unsere Zustimmung. Meine Damen und Herren, richtig ist aber auch, dass wir keine Schwächung der Tarifpartner wollen. Die Tarifpartner sind nun einmal dafür zuständig, die Konditionen miteinander zu vereinbaren. Derjenige, der sagt, die jetzigen Konditionen sind zu schlecht, der mag recht haben. Allerdings muss ich sagen, auch die jetzigen Konditionen sind von den Tarifpartnern so vereinbart worden. Es ist nicht Aufgabe der Politik, hier Vorgaben zu machen. Wir wünschen uns nur, ja, das unterscheidet uns eben, Herr Schaus. Genau das unterscheidet uns, Herr Schaus. Wir sind eben dafür, dass wir Rechte von anderen achten, und Sie tun das eben nicht. Das ist der Unterschied. Wir haben eine Verfassung in Deutschland, wir haben ein Grundgesetz, und auch Ihnen als LINKEN würde es einmal anstehen, dort reinzuschauen. Dann würden Sie sehen, dass in dieser Verfassung in Deutschland, aber auch in Hessen, verbrieft ist, die Unabhängigkeit der Tarifpartner, solche Dinge zu vereinbaren, und dass es eben dort gerade nicht die Vorgaben der Politik gibt. Das unterscheidet einen Rechtsstaat mit unterschiedlichen Gewichten, mit unterschiedlichen Rechten von unterschiedlichen Organisationen vor einer Diktatur. Und genau das wollen wir nicht, Herr Schaus. Meine Damen und Herren, es ist sozusagen damit klar Aufgabe der Tarifpartner. Wir freuen uns, dass sich beide Seiten jetzt darauf geeinigt haben, in ein Schlichtungsverfahren einzutreten. Wir hoffen, dass dort auch eine Regelung gefunden wird, die zum Einverständnis von beiden Seiten führt, die dazu führt, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer auch ein deutliches Signal bekommen, dass eben ihre Arbeit gewertschätzt wird, und dass dann, wenn dieses Einvernehmen da ist, auch die Menschen in Hessen sicher sein können, dass sie weiter einen guten ÖPNV haben. Wenn es aber um die Wertschätzung von Busfahrerinnen und Busfahrern geht und was kann die Politik dafür tun, dann ist es z.B. schon einmal die Frage zu stellen. Wir wissen alle, dass wir eine Technik haben, die dazu führt, dass, wenn es zu Unfällen kommt, die Folgen von Unfällen reduziert werden. Das ist beispielsweise der Sicherheitsgurt. Wir muten ja den Busfahrerinnen und Busfahrern zu, dass sie mit Fahrzeugen unterwegs sind, wo dieser Standard eben nicht für alle Passagiere bisher umgesetzt ist. Das bedeutet, dass ein Busfahrer oder eine Busfahrerin, der einen Unfall passiert, was Gott sei Dank sehr selten der Fall ist, natürlich im anschließenden möglichen strafrechtlichen Verfahren belangt wird für Verletzungen, die bei Passagieren entstehen, die erheblich geringer sein könnten, wenn wir dort eine höhere Sicherheitstechnik haben. Das sind Dinge, die konkret Auswirkungen auf Busfahrerinnen und Busfahrer haben. Da müssten wir einmal darüber nachdenken. Und diejenigen, die Fahrdienstleistungen ausschreiben, sollten auch darüber nachdenken, inwieweit man die Sicherheitstechniken, die wir haben, auch im Bereich des ÖPNV sukzessive verstärkt einführt.
um auch hier den Busfahrerinnen und Busfahrern zu zeigen, wir lassen euch nicht im Regen stehen, sondern wir tun das, was wir tun können. Da würde ich durchaus noch Handlungsbedarf sehen, um die Busfahrerinnen und Busfahrer in ihrer Verantwortung für ihren Dienst zu unterstützen. Meine Damen und Herren, richtig ist aber auch, dass wir durch den Wettbewerb, den wir haben, einen gut funktionierenden ÖPNV in Deutschland haben, und insbesondere in Hessen. Und der Wettbewerb hat auch dazu geführt, dass wir mehr Arbeitsplätze geschaffen haben. Herr Kollege Caspar, Sie müssen zum Schluss kommen. Auch das ist ein Effekt, der wichtig ist, weil wir durch günstigere Kosten mittlerweile mehr an Linienführungen haben und deswegen auch mehr an Jobs haben. Diesen Effekt wollen wir nicht kaputt machen. Deswegen sind wir nach wie vor dafür, dass die Kommunen die Möglichkeit des Wettbewerbs und der Ausschreibung haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, es gibt eine Liebeserklärung einer urhessischen Comedy-Gruppe an die Busfahrer. Wer sich an Badesalz erinnert und Busfahrer zieht die Jacke aus, der weiß, wovon ich spreche. Heute im Hessischen Landtag klingt es glücklicherweise nicht ganz so deftig. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, es soll die freie Entscheidung von Busfahrern sein, ob sie die Jacke ausziehen oder nicht. Und es soll auch die freie Entscheidung von Busfahrern sein, ob sie streiken oder nicht. Und genau deswegen haben wir mit dem Hessischen Tariftreue- und Vergabegesetz vor 2 Jahren eine Grundlage in Hessen gegen Lohndumping gelegt und damit natürlich auch die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in diesem Bereich gestärkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen soll natürlich in Tarifverhandlungen auch lautstark die Position vertreten werden. Wenn man sich den Titel der Aktuellen Stunde betrachtet, dann heißt der von der LINKEN beantragt ÖPNV zurück in die öffentliche Hand. Das suggeriert, dass der ÖPNV heute nicht mehr in öffentlicher Hand ist. Das trifft nicht zu. Alle Ausschreibungen für den ÖPNV werden in Hessen durch die von den Kommunen getragenen Verkehrsverbünde und lokalen Nahverkehrsorganisationen durchgeführt. Direktvergaben an kommunale Eigenbetriebe sind möglich und werden praktiziert. Und es gibt inzwischen regionale und stadt- bzw. kreisweite Nahverkehrspläne, die übrigens demokratisch legitimiert sind, weil sie von den Körperschaften beschlossen werden, Standards festlegen hinsichtlich der Qualität des ÖPNV, übrigens auch durch eine Bündelung von ertragsstarken und ertragsschwachen Linien verhindern, dass es eine Rosinenpickerei durch Großkonzerne gibt. Ich habe das Vergabe- und Tariftreuegesetz angesprochen. Wir haben dort erstmals gesetzlich vorgegeben, dass im ÖPNV nach Tarif bezahlt werden muss. Ich weiß noch, wie wir damals diskutiert haben über die Frage, welcher Tarif. Das kann aus meiner Sicht der Staat nicht festlegen, aber er kann festlegen, dass nach Tarif bezahlt werden muss und dass deswegen Tarifflucht sich nicht lohnt und dass deswegen Tarifflucht an dieser Stelle auch nicht mehr möglich ist und dass damit natürlich die Tarifautonomie, die Tarifparteien gestärkt werden. Und jetzt ist es genau Aufgabe dieser Tarifparteien, die Tarife zu verhandeln. Das gilt im Übrigen für den öffentlichen Dienst als auch für private Unternehmen. Und da stehe ich aber dazu, aus Tarifverhandlungen sollte sich die Politik heraushalten, denn die Koalitionsfreiheit ist aus gutem Grund durch Artikel 9 des Grundgesetzes geschützt. Und natürlich haben wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir in den letzten 2 Wochen sehr genau darauf geachtet, was da passiert. Ich will das ausdrücklich sagen. Ich finde, das ist keine Einmischung in Tarifautonomie. Ich will das ausdrücklich sagen. Wenn Gewerkschaften für ihre Rechte kämpfen, wenn gestreikt wird, dann muss der Streik auch spürbar sein. Ein Streik, der von niemandem bemerkt wird, hat am Ende auch keine Wirkung. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass dieser Streik
ganz besonders spürbar war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist es aus meiner Sicht völlig klar, dass ich es sehr begrüße, dass jetzt die Schlichtung begonnen hat. Ich wünsche den beiden Schlichtern viel Erfolg bei ihrer schwierigen Aufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis für das Personal, das berechtigte Ansprüche hat. Ich hoffe aber auch auf ein gutes Ergebnis für den öffentlichen Personennahverkehr, der auch weiterhin bezahlbar bleiben muss. Auch das muss man ja dazu sagen. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, Herr Kollege Decker, passen Sie auf, die Politik ist nicht das Land, sondern wenn wir uns gerade die Busverkehre anschauen, ist die Politik in allergrößtem Zusammenhang in diesem Bereich sind die Kommunen. Wir haben in unserem Verantwortungsbereich, Herr Kollege Decker, wir haben in unserem Verantwortungsbereich bei der Verhandlung mit den Finanzierungsverträgen mit den Verkehrsverbünden in Hessen für den schienengebundenen Personennahverkehr, aber auch für den regionalen Personenverkehr eine Vereinbarung getroffen, die dem ÖPNV so viel Geld zur Verfügung stellt, von 2017 bis 2021 wie noch nie in der Geschichte des Landes Hessen. Wir haben das erste Mal seit 15 Jahren auch wieder originäre Landesmittel darin. Aber vergessen Sie nicht, dass die kommunalen Busverkehre außerhalb des Haushalts der Verbundhaushalte organisiert werden. Deswegen will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, das Personal hat berechtigte Interessen, die Fahrgäste haben berechtigte Interessen. Und natürlich ist klar, dass am Ende des Tages jede Kostenerhöhung, die auf jeden Fall kommen wird, so viel ist ja klar, das kann man, glaube ich, jetzt schon voraussagen, natürlich auch bezahlt werden muss, entweder durch höhere Ticketpreise oder durch höhere Zuschüsse oder eben auch durch die Einstellung von Verkehren. Und ich glaube, da haben wir alle miteinander kein Interesse daran. Deswegen noch einmal, Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Ich denke an die Redezeit. Ich wünsche den Schlichterinnen und Schlichtern viel Erfolg. Ich glaube, dass die Frage, wer den Betrieb macht, am Ende vor allem eine kommunale Entscheidung ist. Ich will an dieser Stelle, letzter Satz, Herr Präsident, auch einmal darauf hinweisen, dass früher auch in kommunalen Betrieben nicht alles besser war, vorsichtig ausgedrückt. Und ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir gute Gründe haben, auf ein gutes Schlichtungsergebnis zu vertrauen, damit am Ende die Interessen von allen gewahrt sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist Punkt 43 erledigt.